Na, guten Abend. Mein Name ist Alison Lewis. Ich bin von der Melbourne Uni und mein Gast heute Abend ist deutsche Schriftsteller Mirko Bonnet. Herzlich willkommen, Mirko. Ja, danke. Herzlich willkommen. Danke. Thank you. Ich erzähle ein bisschen was über Marco und dann fangen wir gleich mit der Lesung an. Mirko lebt in Hamburg. Er hat bislang 5 Romane geschrieben und 5 Gedichtbände veröffentlicht, auch Aufsätze und Reisejournale. Und nebenbei macht er Übersetzungen. Er wurde vielfach ausgezeichnet. Ich glaube, der erste Preis war der Ernst-Wilne-Preis 2002. Dann hat er auch später mal die Marie-Louise Kaschnitz, den Kaschnitz-Preis bekommen. Und zuletzt wurde Mirko für seinen letzten Roman Nie mehr Nacht für den Deutschen Buchpreis nominiert und kam unter die letzten 6 auf die Shortlist. Ich glaube, das sagt man inzwischen, ne? Auf Deutsch, Shortlist. Ja. Und sein Roman zuvor, von 2009, Wie wir verschwinden, kam auf die Longlist. Also wir freuen uns ganz besonders, dass Marco hier zu Gast des Wheeler Centers und des Goethe-Instituts ist. Während er hier in Australien war, hat er ein Journal geschrieben und geführt und er möchte gleich am Anfang etwas daraus lesen, und zwar etwas über Melbourne vielleicht. Auf jeden Fall heißt es, erzähl es den Bienen, und das ist auf Deutsch. Aber später machen wir einige Lesungen auf Englisch. Good evening. Hallo, guten Abend. Ich bin ja als Gast des Wheeler Center hier in Melbourne und zwar einer von 5 Autoren, die sich um den Klimawandel und die literarischen Darstellungsmöglichkeiten des Klimawandels bemühen. Und ich schreibe deswegen ein Journal, das sich mit Klimaphänomenen rund um Melbourne, aber auch im Norden von Queensland, im Mallee-Gebiet und so weiter beschäftigt. Great Barrier Reef ist ein Thema des Journals. Und ich lese Ihnen jetzt zunächst einmal einen kurzen Ausschnitt vor, den ich über das Yarra Valley geschrieben habe, über Healesville. Aus den Augen eines gerade mal 3 Tage hier in Australien gewesenen Deutschen. An einem kühlen, verhangenen Morgen fahre ich nach Osten ins Yarra Valley. Die Landschaft ist hügelig, lieblich, dicht bewaldet. Immer häufiger werden die für Victoria typischen Eukalyptusbäume, darunter auch Mountain Ash-Riesen, die wie belaubte Türme aus dem Blätterdach ragen. Unvermittelt aber, gerade glaube ich, die Landschaft vergleichen zu können mit dem Schwarzwald, dem Hudson Valley, dem Allgäu oder Thüringen. Da öffnet sie sich, fällt ab, die Waldungen hören auf und ausgedehnte prärieartige Ebenen erstrecken sich zwischen den Hügelketten im Süden und Norden. Weinanbau wie in der Pfalz. Kilometerweit schwarze Rinder, die in der Ferne Maulwürfen gleichen, verschlafene Ortschaften und Pendlersiedlungen, Gebrauchtwagenhändler, Nagelstudios, Einfamilienhäuser mit Veranda und Reklametafel für Physiotherapie oder Fußmassage. Auf einem Grünstreifen vor einer Tankstätte in Croydon ist ein Schwarm weißer Kakadus gelandet und gibt mir das Gefühl, der Einzige zu sein, der für etwas wie Unwirklichkeit empfänglich ist. Im Naturschutzpark Healesville Sanctuary besichtige ich Mountain Pygmy Possums, Bergpygmäen Opossums oder, wie sie in Deutschland auch genannt werden, Bilchbeutler, die kaum größer als Mäuse sind und sich in ihrem beginnenden Winterschlaf nicht stören lassen, wenn die junge Biologin sie sich in die Faust legt. Sie schmiegen sich ein. Das Pygmäen-Opossum, sagt Jill, und füttert das Tier mit einer Kanüle, gebe es eigentlich gar nicht mehr. So wie die 3 seiner verwandten Unterarten habe es als ausgestorben gegolten, extinkt, bis vor einigen Jahren Skisportler in den Victoria Alps zufällig eine winzige Kolonie der Tiere entdeckten. Aus einem Honigglas zieht sie eine weitere Kanüle auf
und führt mich in eine Vogelvoliere, in der ich mir unter lauter Finken, Sittichen und kleinen, bunten, die Köpfe nach mir reckenden Papageien wie ein Emu vorkomme. Auf Jills Hand landet ein kleiner schwarz-gelber Vogel mit langem spitzen Schnabel und auffällig hellgelb leuchtender Kopfzierde. Er scheint zutraulich, aber in einer anderen Zeitgeschwindigkeit zu leben und mich als möglichen Feind gar nicht wahrzunehmen. Ein paar Mal muss ich vor ihm ausweichen, damit er nicht durch mich hindurchzufliegen versucht. Auf Jills Faust sitzend trinkt er aus der Kanüle Honig und blickt mich dabei an wie ein zufällig in mein Wahrnehmungsmuster geratener großer Kolibri, der so durchdringend dunkle Augen hat wie Emily Dickinson auf den beiden einzigen Fotos, die es von ihr gibt. Er ist ein behelmter Honigesser, ein helmeted Honey-Eater, sagt die junge Pflegerin. Genug von ihrer Hand, genug von dem Honig aus dem Plastikschnabel, schwirrt er davon, ein Büschelohr-Honigfresser. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch 40 Tiere und 32 davon leben hier, in Healesville. 4 sitzen vor mir auf einem Ast, ein Zehntel der gesamten Büschelohr-Honigfresser-Population. Jill erzählt von fehlgeschlagenen Auswilderungsprojekten mit Peilsendern, von vergeblichen Unternehmungen, die Honigesser, denen ihr Lebensraum abhanden gekommen ist, zu schützen vor Greifvögeln, in denen sie ebenso wenig wie in mir einen Feind erkennen. Sie erzählt von Volierenversuchen, Honigesser und Greifvögel im selben Käfig, von künstlichem Greifvogellärm, der die für diese Welt viel zu freundlichen Tiere erschrecken solle, von Schutzdecken, unter denen sie lernten, argwöhnisch zu sein und sich zu verstecken, von Tabellen, Analysen, neuen Möglichkeiten, neuen Ideen erzählt sie gleichmütig, ohne jede Spur von Traurigkeit. Der Honigesser scheint mich zum Ausgang begleiten zu wollen. Ich besichtige den Platypus-Rundgang. Ein Schnabeltier, da ist eines. Und da ein zweites. Viel kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe, seit ich mit 9 oder 10 Jahren in einem Memory-Spiel zum ersten Mal das seltsam, wie zusammengesetzt wirkende Tier sah. Es ist kaum forellengroß, hockt in seinem Aquarium auf einem überspülten Felsen und kratzt sich mit der maulwurfsschaufelartigen Schwimmpfote am Kopf. Dann taucht es ins Wasser, dann ist es ein Fisch. Da weht ein Farn, ein Algenfarn im Wasserwind. Das Schnabeltier taucht durch ihn hindurch, durch alles hindurch scheint mir, und das Weinen steigt mir durch den Hals. Danke, Mirko. Kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen über den Anlass deines Besuchs hier? Ich meine, du bist Teil von diesem Weather Stations-Programm. Genau. Das war mir ehrlich gesagt ganz neu. Kannst du ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das ist ein Projekt, wie gesagt, das aus 5 Autoren besteht, die von 5 verschiedenen Organisationen aus jedem Land zusammengesetzt sind. Und es geht dabei um einen irischen Autor, Oisin McGann, um einen polnischen Autor, Jasz Kapela aus Warschau, um Tony Birch aus Melbourne und es geht um Jean Lugo aus London und mich aus Deutschland. Wir sind 18 Monate lang dazu eingeladen, wie gesagt, neue literarische Darstellungsmöglichkeiten zu finden, über den Klimawandel zu schreiben, um sozusagen eine Brücke zu bilden, um den Klimawandel auch einem literarischen Publikum vorstellen zu können. Und Reisen besuchen unsere Heimatländer und sind zum ersten Mal alle gemeinsam hier zusammen in Melbourne und sind hier durch Australien gereist, waren in Queensland und in Sydney, haben Greenpeace besucht, aber auch andere Organisationen, Universitäten, um möglichst viel in kurzer Zeit über den Klimawandel in Australien, die einzelnen Phänomene, die es ja hier zahlreich zu besichtigen gibt, zu lernen. Sag mal, wird es dann auch eine gemeinsame Publikation geben? Es gibt einen Blog, der jetzt schon online ist und in dem viele unserer Autoren posten, Fotos einstellen, und indem wir uns sozusagen vernetzen und unsere
Erfahrungen austauschen. Und es wird am Ende wahrscheinlich dann im Herbst 2015 treffen wir uns alle in Berlin auf dem Literaturfestival, okay, und dazu gibt es dann eine gemeinsame Publikation. Mehrsprachig dann wahrscheinlich. Mehrsprachig, ne? Ja. Klasse. Ich würde gerne mal zu dem ersten Buch übergehen, und zwar zu dem Buch The Ice Cold Heaven heißt es auf Englisch, das ist schon übersetzt worden. Der eiskalte Himmel heißt es auf Deutsch. Dieser Roman ist eigentlich eine Art Geschichtsroman, und er basiert auf einer wahren Geschichte von dem Ian Sir Ernest Shackleton, und das ist eine Geschichte, die hier einigermaßen bekannt ist. Und es handelt von seiner transantarktischen Reise 1914. Und das ist natürlich die Zeit des Ersten Weltkriegs, und das Schiff Endurance kann nicht durchdringen und die Expedition bleibt im Packeis stecken. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Die bleiben so circa über 600 Tage im Eis stecken. Und diese Reise wird zu einer Zerreißprobe. Die Geschichte wird aus der Sicht eines blinden Passagiers erzählt. Den es wirklich gegeben hat. Aber der Name. Ich habe den Namen geändert. Ja, okay. Aber nur einen Buchstaben. Er hieß wirklich Perse Blackborough. Und in meinem Buch heißt er Merce Blackborough, damit er meine Initialen hat. Aber diesen 17-jährigen Jungen an Bord der Endurance von Shackleton, den hat es wirklich gegeben. Und aus dessen Sicht ist mein Buch erzählt. Hat er irgendwelche Vorfahren, habe ich irgendwo gelesen? Er ist Waliser gewesen. Mhm. Waliser, Washington, ja. Okay. Natürlich hatte er Vorfahren, aber irgendwelche wichtige Vorfahren. Okay, vielleicht können wir mal irgendwas daraus lesen. Wir wollen zuerst, Mirko fängt an. Und dann kommt Shackleton auf die Bühne. Dann kommt Shackleton persönlich auf die Bühne und liest dann zu Ende. Dieses Kapitel zweisprachig. He doesn't know Oceans coming. I don't know if I actually welcome. Es ist dieses Kapitel, das ich jetzt mit Oisin McGann aus Dublin gemeinsam lese, ist das Kapitel Nummer 10, in dem Blackborough, der 17-jährige blinde Passagier, zum ersten Mal Shackleton gegenübersteht an Bord der Endurance, die sich schon auf hoher See befindet, in der Nähe der Falklandinseln, und nicht weiß, was ihn jetzt erwartet. Das Kapitel heißt Shackleton. Das Tablett in Händen mache ich drei Schritte in das Zimmer hinein. Ich will nichts verschütten, das wäre verheerend. Aber ausgerechnet jetzt rollt das Schiff einige Male heftig über Backbord und ich habe alle Mühe, die Kanne und die Tassen in der Waagrechten zu halten. Kaum bin ich an Bord, keucht Green hinter mir: Hier ist er, Sir. Ich höre, wie die Tür zugeht und bin mit Shackleton allein. Wände, Bett, Tisch, Stuhl und Borde sind weiß. Durch ein großes Bullauge über der Koje kommt helles Licht herein. Shackleton steht an seinem Pult und liest in einem Buch. Er trägt schwere Schnürstiefel, eine Lederhose mit Trägern über einem dicken grünen Pullover, und er ist älter, als ich ihn mir vorgestellt habe. Auch viel kleiner, sodass ich, ohne mich lang machen zu müssen, oben am Scheitel die durch seine dünnen Haare schimmernde Kopfhaut sehen kann. Ich habe gedacht, er ist ein hoch aufgeschossener, feingliedriger Kerl voller Energie und Elan. Ein jung gebliebener, dabei in sich ruhender Mann, dessen Lebenserfahrung zu jeder Zeit aus seiner Haltung spricht. Nichts da. Plötzlich wird mir klar, dass ich immer, wenn ich mir Shackleton vorstellte, an Mr. Albert, den Bosun der John London, dachte. Shackleton ist ganz anders. Kräftig, gedrungen, fast ein bisschen aufgeschwemmt kommt er mir vor. Vor mir steht ein reifer Mann in den mittleren Jahren, ein Herr wie mein Vater, und auch der wirkt auf den ersten Blick mürrisch und träge, ohne jedoch nur die Spur davon zu sein. Ganz im Gegenteil. Alles andere als müde fährt Shackleton herum, kaum dass ich einmal tief Luft geholt habe, und noch bevor ich mich gerade machen und eine Begrüßung hervorbringen kann, holt er aus und schleudert das Buch, das er in Händen hält, in meine Richtung. Der Wälzer saust an meinem Kopf vorbei und kracht hinter mir an die Wand. »Stell das hin«, brüllt er, indem er mit hellgrün blitzenden, weit aufgerissenen Augen auf mich zustürmt. Im ersten Moment verstehe ich nicht, was er damit meint. Ich habe das Tablett, an dem ich mich festhalte, völlig vergessen.
Stell das hin, oder ich schlage es dir aus den Händen. Jawohl, Sir. Wohin, Sir? Er hört nicht auf zu schreien. Das Tablett mit der dampfend heißen Kanne darauf macht ihn doppelt rasend. Er beschimpft mich genauso wie die Kanne, den Koch, den Regen, wieder mich, meinen Aufzug, mein Alter, meine unverschämte Dreistigkeit, die Burschen, die es wagen, ihn zu hintergehen, den Koch, die Kanne, mich, meine langen Haare, die Sauerei von Wetter, mein blödes Gesicht, die Idioten von Matrosen, die es wagen, seine Kajüte, in der es nicht einmal Platz gibt um eine Kanne, meine Eltern, die beiden Heizer, die bodenlose Frechheit, und das Wetter, das es unmöglich macht, das Schiff, mich und die Kanne, Sir. Wenn Sie erlauben, stelle ich, unterbrich mich nicht, brüllt er und verstummt. Ein paar Mal läuft er in dem kleinen weißen Raum hin und her. Ich weiche an die Tür zurück und kann die Augen nicht von ihm lassen. Was für ein Schauspiel. Sir Ernest Shackleton tobt sich vor mir aus. Einer der berühmtesten Männer Englands, Scotts in Wahrheit einziger Rivale. Und in dem schwankenden, ganz von Wasser umgebenen Zimmerchen, in dem er und ich aufeinandertreffen, befindet sich irgendwo die von ihrer Hand gewidmete Bibel der Königin Mutter, Königin über die Hälfte der Welt. Und wir alle, Shackleton, die Männer, die Bibel von Königin Mutter Alexandra und ich, sind unterwegs in die Antarktis. Soll er rasen und mir die Bände der Enzyklopädie Britannica, die sich kreuz und quer auf dem Boden und in den Regalen stapeln, einzeln an den Kopf werfen? Was für ein Glück. Ich kann es nicht fassen. Was glotzt du so, schreit er. Bist du ein Idiot? Du musst ein Idiot sein. Wer bin ich, dass ich mit einem... Wie alt bist du? 17, Sir. Was hast du gelernt? Ich habe bei meinem Vater gelernt, Sir. Er ist Schiffsausstatter in Newport, Wales. Warst du auf See? Auf der USS John London, Sir. Sie gingen einem Sturm vor, als was? Als was, Sir? Shackleton antwortet auf Gälisch. Denn das Gälisch sprechen wir beide, nur dass er Irisch spricht und ich Walisisch, Kumrisch. Ich weiß daher nicht, ob ich ihn recht verstehe, als er fragt, Nach dig latna kishne shimpli a faggot, Amadon. It sounds like he's asking, can't you answer the simplest questions, dummy? Any, sir. Any what? I'll answer any question, sir. But not any question correctly. No, not that, sir. But I'll try. Because someone who can answer any question correctly, that person would be omniscient, he roars again. Are you omniscient? No, sir. As what did you sail? As a dummy, Amadon? Perhaps, sir. Probably, sir. And also as a kitchen boy. The last thing he needs, says Shackleton, is a kitchen boy who disobeys instructions. What he needs is men with brains and experience, men who can take responsibility for their own lives as well as those of their comrades, strong, brave men with heart, with wits, men for whom comradeship is no empty word, who are ready to put themselves at the service of an effort whose aim is nothing less than the sounding of the deeps of hope. Hope, understood, sir. Whether I know what his motto is, never lower the flag, or in Tennyson's words, to strive, to seek, to find, and not to yield. So with a bit of luck, I might be able to piece together why the ship I've crept to onto uninvited, which used to be called Polaris, has been renamed Endurance. I say, yes, I can see why, sir. But I'm thinking, those are just words. What bollocks is this? And again, he flies into a rage. You could never give anything up, nothing, not the least, neither yourself nor any other person, nobody. That was the aim, and that aim was untouchable, inviolable. You could live without arms, without legs, without eyes, without any faith or a single penny in your pocket, as long as you held on to an aim into which you did justice to yourself and to everyone around you. The aim didn't have to be impressive. Not everyone could be a Wright or a Pasteur. And ultimately, crossing the frozen end of our planet was as quotidian an ambition as millions of others when you considered how easily an albatross would do it. Whether I have a girl in Wales, he wants to know. I hesitate, but nod. The miserable creature, he mocks. What's her name? I tell him. So what am I doing here, he wants to know. Love is always an adventure, because if I've got it all backwards if I think he wants to be the brainless head of a gang of adventurers. The last thing he needs are egotistical, fame-obsessed renegades. But that's exactly what I am, a renegade, and an enormous cretin, too.
What's wrong with me? I can't put up any resistance. I feel the need to howl climbing up my throat. Just keep it together a little longer, Merce. Can you do that, Merce? Can't you do that? Sir, if you please, I'll put the tray down on your bunk. Shall I serve you some coffee and leave you alone? Shackleton stands at the porthole and stares out of it. He does not make a satisfied impression. He has left as good as none of my happiness intact. If it were my father, I'd say shame, Dad. Shame you're such a stubborn git. Shame, Sir Ernest, we could have enjoyed each other's company. The greatest problems out on the ice, he says quietly, are all determined by the cold. It'll go down to 70 degrees below if we're unlucky. Our tents and suits are made of the best material that there is, and the cold shouldn't be able to reach us. But that's only true as long as we're able to keep ourselves warm by having enough to eat. You understand what I'm saying to you? I know what hunger can do, sir, not on the ice, but on a wreck. After 8 days, some of the men were all but ready to fall on the others. He makes no reply to that. Instead, he moves abruptly, and in two paces is directly in front of me. I can't go any further back. A quiet clinking from the tray betrays me. I'm shaking, and not only with cold and exhaustion. Are you afraid? He asks, and looks me in the eye before bending over to pick up the book. In the locker, sir, I was afraid, I say, as he stands up and inspects the book's spine for damage. He takes the book over to his desk and puts it down beside the typewriter that glints in the light from the porthole. You've got good reason to be afraid, he comes back, takes the tray out of my hands and puts it on his berth. Young man, I swear to you by bell, book and candle that when we run out of food, you'll be the first we butcher and carve into steaks. Is that a worthwhile ambition for this life of yours? No, sir, but I'll take my chances. Report to Captain Worsley. Yes, sir. And stop grinning this instant. I'll never grin again, sir. Now get out. There is a smile playing on his lips. Shackleton is smiling. And in the same instant, it seems to me that the rain stops as though there were no longer any reason for even the heavens to be weeping. Danke, Oisin. Thank you, Oisin. Tja, Mirko, warum ausgerechnet dieser Stoff, warum ausgerechnet Shackleton und nicht Scott oder Amundsen oder die anderen, die ähnliche Reisen zum Südpol gemacht haben, warum Shackleton? Also es war ein Glücksfall. Ich wollte unbedingt einen Segelschiffroman schreiben, schon seitdem ich 16 Jahre alt war. Und bin dann auf der Suche nach einem Stoff über eine BBC-Dokumentation über Shackleton gestolpert. Mhm. Und habe erst aus dieser BBC-Dokumentation erfahren, dass an Bord der Endurance ein blinder Passagier war. Und in dem Moment, als ich davon erfuhr, war mir klar, das ist mein Erzähler. Mhm. Über Scott habe ich eine Menge gelesen, auch über Amundsen. Und ich bin mir aber, also Shackleton ist inzwischen ein Herzensfreund. Und ich bin froh, dass er es gewesen ist, über den ich gestolpert bin. Für mich war Shackleton auch ein Poet in Action, ein Dichter, der allerdings nicht geschrieben hat, sondern stattdessen durch die Welt gereist ist. Und seine Geschichte geht natürlich, naja, soll ich nicht vorwegnehmen, aber geht gut aus, ne? Im Gegensatz in diesem zu Fall auf Scott. Jeden Fall. Ja, er hat ja auch, er hat alles daran gesetzt, um diese 28 Mann zu retten, sich eingeschlossen. Und es ist ihm gelungen. Tragischerweise sind dann, als sie zurückkehrten nach Europa und der Erste Weltkrieg ja in vollem Gang war, anderthalb Jahre lang wussten sie davon überhaupt nichts, von den Ausmaßen dieses Krieges, sind gleich in den ersten Wochen mehrere von seiner Expeditionscrew ums Leben gekommen. Von den Überlebenden? Ja. Oh Gott, oh Gott. Das Buch ist übersetzt worden. Mhm. Ich wollte mal fragen, wie diese Erfahrung war. Das eigene Buch übersetzt, also in eine fremde Sprache übersetzt zu bekommen. Was hast du jetzt für ein Verhältnis zu dem englischen Buch? Also ist es dann irgendwie, ja, wirkt es anders für es dich? Es wirkt natürlich anders. Es ist seltsam, weil das Buch ja im englischen Raum spielt und alle Figuren ja eigentlich Engländer oder Australier, es gab mehrere Australier an Bord, Iren waren, Neuseeländer. Aber ich muss sagen, ich kenne dieses Gefühl natürlich sehr gut von meinen eigenen Übersetzungen, die ich mache, aus dem Englischen vor allen Dingen.
Ich habe auch aus dem Australischen Englisch übersetzt. Emma Lou, sie war bis vor kurzem hier, sie hat den Raum inzwischen schon wieder verlassen. Ich habe John Keats übersetzt, so. Ich habe William Butler Yeats übersetzt. Mhm. Ich kenne dieses seltsame Gefühl, sich auf zwei Packeisschollen zu bewegen, die dann auseinanderdriften und dann wieder zusammenfinden und dann übereinander schieben und eventuell ein Gebilde ergeben, das kenne ich sehr gut. Und für mich ist natürlich ein großartiges Gefühl, dass dieses Buch jetzt im letzten Herbst in Amerika erschien und jetzt auch so langsam nach England rüberkommt und jetzt sogar hier in Australien zu bekommen ist. Also ich finde die Übersetzung hervorragend. Also man sagt zum Beispiel bei W.G. Sebald, dass die englische Übersetzung, also manche finden die Übersetzung besser. Es ist original. Ja, weil das irgendwie so einen anderen Stil hat, das kann ich bei deinem nicht so beurteilen, aber ich finde, es liest sich unheimlich spannend und gut und also es ist schon eine gute Übersetzung geworden. Ich würde gern jetzt zu dem letzten Buch kommen, Nie mehr Nacht, das für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Dieses Buch greift auch einen historischen Stoff auf, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg und speziell die Landung in der Normandie und die Kämpfe gegen Ende des Kriegs in Frankreich und die Befreiung Frankreichs. Aber das Buch spielt im Gegensatz zu As God Heaven spielt in der Gegenwart und hat eine, also ist eine fiktionelle Geschichte. Das Buch erzählt eigentlich eine ganz traurige, eigentlich sogar ganz tragische Geschichte von einem Mann, Ende 40, ne? Also Marcus Lee. Du verwebst diese private, diese persönliche Geschichte ganz wunderbar mit der Geschichte, mit der historischen Tragik. Und gleichzeitig ist das Buch so eine Art Road Novel. Das Wort ist mir eigentlich auch neu. Ich kenne es eigentlich als Road Movie, aber es ist wirklich so eine Art Road Novel. Also das gibt es auch als deutsches Wort, ne? Also ja, ja. Road Novel. Yeah, ja. Yeah. Und in beiden Strängen der Handlung spielen Trauer, Erinnerung, Verlust, Schuld eine ganz wichtige Rolle. Und das finde ich, hast du wunderbar zusammen verwoben. Was war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Geschichte? Ja, es gibt mehrere. Ich muss vielleicht generell sagen, dass meine Bücher sich immer mit historischen Räumen beschäftigen. Das heißt, sie haben einen historischen Hallraum, der sowohl auf der persönlichen Ebene liegt, autobiografisch oftmals ist, also an Erinnerungen gekoppelt ist. Auf der anderen Seite aber geht es mir auch um etwas wie kollektives Gedächtnis. Und damit beschäftige ich mich mit der Frage, was bleibt davon übrig, von den Erinnerungen meiner Familie, die zurückreichen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und wie decken die sich mit den sogenannten Fakten, mit der Geschichtsschreibung? Das heißt, wo ist die gemeinsame Schnittmenge zwischen Geschichte und Geschichten. Und insofern ist, was meine persönliche Familiengeschichte angeht, ist es so, dass der Lieblingsbruder meiner Großmutter mit 19 Jahren in der Normandie gefallen ist. Und meine Großmutter mir in meiner Kindheit und Jugend immer wieder von diesem jungen Mann erzählte, dessen Verschwinden sie nicht verschmerzen konnte. Und das ist so eine Art Überlieferung daraus entstanden, weil sie mir immer wieder von ihm erzählt hat und Fotos gezeigt hat, Feldpostkarten vorgelesen hat in dieser seltsamen Schrift, die die Deutschen damals ja noch verwendet haben. Sütterlin. Sütterlin, was ich immer noch nicht lesen kann. Und nach dem Tod meiner Großmutter habe ich das sozusagen als Auftrag empfunden, darüber zu schreiben und habe versucht, eine Geschichte zu entwickeln, die sich mit diesem Tod beschäftigt.
So ist die Idee dazu entstanden. Es kamen aber andere Sachen dazu, zum Beispiel mein Sohn, der, als ich den Roman schrieb, 16 Jahre alt war, mit dem ich dann angefangen habe, wiederum über den Zweiten Weltkrieg zu diskutieren und eine Art Überlieferung betrieben habe. So ist es dann, sind die verschiedenen Stränge zusammengewachsen und wurden langsam zum Teppich für dieses Buch. Können wir vielleicht mal so eine Szene oder ein Kapitel daraus lesen, ja, ne? Weil ich glaube, das ist ein guter Einstieg oder Übergang. Aber das Buch fängt irgendwie damit an, dass der Markus, wie heißt er? Markus Lee eine Reise in die Normandie unternimmt. Aber das ist alles nach dem Tod seiner Lieblingsschwester oder seiner sehr geliebten Schwester. Ja, man muss vielleicht noch kurz sagen, Markus Lee ist ein Hamburger Zeichner, der den Auftrag bekommt, in die Normandie zu reisen, um dort eine Handvoll von Brücken zu zeichnen, die eben während der Invasion am D-Day von ganz wichtiger militärischer Bedeutung waren. Und die soll er für ein Kunstmagazin zeichnen. Und es ist der Herbst 2012 und 11 Monate zuvor hat sich seine Schwester das Leben genommen, nach jahrzehntelangen Depressionen. Und sie hinterlässt einen Sohn, der ist jetzt 16 Jahre alt, Jesse, und den nimmt Markus Lee mit in die Normandie, weil der Junge hat dort Freunde, die er besuchen soll in einem Strandhotel. Und so kommt man auf den Gedanken, die beiden könnten diese Reise zusammen machen. Und es stellt sich sehr schnell raus, während die mit dem Auto nach Frankreich fahren, dass sie kaum miteinander reden können. Der Generationenkonflikt bricht da total aus zwischen den beiden. Und ich lese jetzt mal ein kurzes Kapitel vor, wie das zwischen den beiden losgeht. Oder ausbricht, besser gesagt. Es spielt schon in Frankreich. Bei Aumale fuhren wir von der Autobahn ab und auf einer schmalen Landstraße gut 1,5 Kilometer zurück Richtung Osten. Jesse las die Straßenkarte und sagte voraus, was als nächstes kommen würde. Eine Kurve, eine Einmündung, das Ufer der Brill. An den Flussauen entlang, die schon dunkelgrün im Abend lagen, fuhr ich ein Stück nach Norden, im Rücken das Rauschen und Pfeifen des Fernverkehrs, der sich über die Autobahnbrücke wälzte. Jesse hielt Ausschau nach dem Teich oder Weiher, der rechter Hand liegen musste, wo aber nur Weidenbäume und Moorwiesen waren, und sang dazu den Text von Smells Like Teen Spirit mit, bis ich die CD ausstellte. »Ey, mein Lieblingslied«, rief er sofort empört, »Blasphemie«. Er griff zum CD-Player und stellte den Song wieder an. Das Gitarren-Rambazamba begann von Neuem. »Mach die Musik aus«, sagte ich ruhig, »bitte. Guck dich doch mal um, die passt hier wirklich nicht hin.« Sagt wer? »Ich? Reicht das nicht? Mach sie aus, verdammt«, herrschte ich ihn an. Er sah mich und ich sah ihn an, und wieder war ich mir sicher, dass Jesse wie ich und ich wie mein Vater aussah, wenn er außer sich war und sein dummes Gesicht machte. »Ich brauche Ruhe, wenigstens eine Viertelstunde lang. Silence, kapiert?« »Nö«, sagte er seelenruhig. »Wenn du Ruhe brauchst, warum regst du dich dann so auf? Wir sind noch nicht mal da.« Und ich sagte, »Doch, wir sind da«, und bog nach rechts in einen Feldweg, wo ich anhielt und den Motor abstellte. Die Musik wurde gekappt, kein Strom mehr. Es wurde still, aber das schien nur so. Der Lärm der Welt war immer noch da. Man hörte Grillen oder Zikaden, irgendwo weit weg eine Kreissäge, von deren Gellen Vögel aufgescheucht wurden, auch sie dem spöttischen Geschrei nach starre. Und alles wurde überlagert von dem Rauschen und leisen Geratter, das von der Brücke herabdrang. Sicherheitshalber zog ich den Schlüssel ab. Der Weg führte auf den Rand eines Wäldchens zu, das zwischen Feldern voller halb verblühter Lupinen und den Pfeilern des Autobahnviadukts lag, vielleicht einen knappen Kilometer entfernt. Man brauchte nur geradeaus zu gehen, einen Schritt vor den anderen zu setzen, und die Schwere im Kopf würde sich lösen.
Ich griff hinter mir nach der Tüte mit den Lunchpaketen und Wasserflaschen aus Mons in Belgien. Hier, sagte ich, und legte Jesse, als er nicht darauf einging, Sandwich und Flasche in den Schoß. Um mir nicht das Gesicht zuwenden zu müssen, blickte er aus dem Seitenfenster, wo in der Abenddämmerung nichts war außer Betonpfeile und Lupinendolden, und spielte mit dem Knopf des elektrischen Fensterhebers. Das Fenster ging einen Spalt auf und rutschte wieder zu, auf und zu, auf und zu, tat das aber nur in Jesses Vorstellung. Als auch ich mich nicht rührte, stieg ihm das Blut in den Kopf und er wurde rot vor unterdrücktem Groll wie seine Mutter. Hinten in meiner Sporttasche sind ein paar Comics, sagte ich. Keine Mangas, aber gute Comics und Graphic Novels, auch aus Japan. Guck sie dir an, wenn du Lust hast. Er rührte weder das Wasser noch das Sandwich an. Wortlos steckte er sich stattdessen die Stöpsel in die Ohren, zog das Handy aus der Gesäßtasche und stellte Musik an. Es war ein Automatismus ohne jede Bedeutung oder Hoffnung. Stundenlang hatte er auf diese Weise in dem Zimmer voller Poster, Bücher und Spielzeug gesessen, das seine Bereitschaftspflegeeltern für Teenager wie ihn eingerichtet hatten. Wenn es Ira sehr schlecht ging und sie ein oder zwei Wochen für sich brauchte, um ins Leben zurückzufinden, kam Jesse zu Lewandowskis. Sie waren nett, engagiert, kinderlos, ein Erzieherpaar mit linksalternativem Hintergrund und Ferienhaus auf Gomera. Seit 20 Jahren nahmen sie Jugendliche zur Stand-by-Pflege bei sich auf, deren Eltern in der Krise steckten. Sie mochten Jesse, aber er sie nicht. Lewandowskis deprimierten ihn. Er wohnte nur deshalb bei Karen und Ingo, weil seine Großeltern und sein Onkel keine Zeit hatten, was er uns nicht zum Vorwurf machte. Immerhin holte ich ihn einige Male daheim ab und brachte ihn verbunden mit einem Kinobesuch oder Essen bei McDonald's zu Lewandowskis nach Langenhorn. Einmal kam mein Vater mit und zu dritt machten wir unterwegs Station in Fuhlsbüttel und sahen uns eine Flugschau mit alten Propellermaschinen und sogar einem Nachbau des Flyer der Gebrüder Wright an. Mein Vater nahm am Flughafen die S-Bahn und als ich Jesse in Langenhorn ablieferte, fragte ich ihn, ob er lieber bei mir bleiben wolle, anstatt zwei Wochen mit Ingo und Karen zu verbringen. Doch er wollte nicht. »Ich muss jetzt rein«, sagte er vorm Haus. »Ich hab es Mama versprochen.« Ob er damals in seinem Zimmer im Reihenhaus der Lewandowskis Musik oder Hörbücher gehört oder ob er nur so getan hatte, um in Ruhe gelassen zu werden, wusste ich nicht. Aber wenn einmal kein Lastzug über die Brücke bei Omal donnerte und wenn jenseits der Felder auch das Gellen der Säge aussetzte, dann war es im Wagen so leise, dass ich den Lärm hörte, der ihm durch den Kopf wummerte. Marco, diese verschiedenen Generationen, das spielt im Roman eine ganz wichtige Rolle. Jede Generation reagiert anders auf die Trauer und auf Verlust, aber eigentlich auch auf die Geschichte. Also jeder hat, was du auch vorhin gesagt hast, ein anderes Verständnis der Geschichte. Ich finde, da gibt es eine wunderbare Szene drin, wo die Hauptfigur denkt, dass der Freund von dem Neffen keine Ahnung von der deutschen oder europäischen Geschichte hat. Und eigentlich überhaupt ganz skeptisch ist, also findet diesen Freund sehr eigentlich suspekt eigentlich. Aber da gibt es eine ganz tolle Szene, wo er sich eines Besseren belehrt wird. Also das fand ich ganz, die ganz beiden, gut. Die beiden Jungs spielen halt den ganzen Tag lang Computerspiele. Und irgendwann findet Markus Lee, der Zeichner, heraus, dass die Computerspiele, das sind Kriegs-Action-Spiele, sich genau mit den Brücken beschäftigen, die er zeichnen soll. Mhm. Und dass er im Grunde genommen von diesen beiden Jungs auch etwas lernen kann, nämlich einen völlig anderen Zugang, einen virtuellen Zugang zu den Brücken. Aber die Jungs sagen ihm dann irgendwann, natürlich haben wir diese Brücken, natürlich kennen wir die Pegasusbrücke von Benouville, die haben wir zigmal eingenommen.
Und die kennen in Bayeux jeden Baum. Einmal gehen sie über den Marktplatz von Bayeux. Mhm. Und Nils, der Freund von Jesse, sagt, hier unter dem Baum, den habe ich schon vor 40 Jahren, vor 70 Jahren kenne ich diesen Baum schon, der steht schon immer hier. Mhm. Das ist schon eine sehr seltsame virtuelle Welt, in der die beiden sich da bewegen. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um etwas, wie Wirklichkeit heute wahrgenommen wird von eben 16-Jährigen, wie meinem Sohn, und wo der Unterschied ist zu meiner Sicht auf die Wirklichkeit. Also wo die wiederum diese Schnittflächen sind und die gemeinsame Schnittmenge sich befindet. In dem Kontext würde ich dich gerne mal deine Meinung hören. Es gibt ein ziemlich bekanntes Buch, das heißt Opa war kein Nazi, von Harald Welzer, das ist so ein Erinnerungsforscher. Ne? Und er hat irgendwie geforscht, dass eben die Enkelgeneration die deutsche Geschichte, wie sie in der Schule gelernt wird, nicht mit der Familiengeschichte zusammenbringen kann. Mhm. Also, ne? Also Nazis gab es, aber bloß nicht mein Opa und so weiter. Also ich fand, du hast irgendwie eine ganz interessante Antwort auf dieses Dilemma oder auf diese Problematik, also in der Moralen gezeigt. Mein Zugang ist halt der eines der persönlichen Geschichte. Und ich versuche sie halt abzugleichen mit der Geschichte, wie wir sie in den Geschichtsbüchern kennenlernen. Und das ist meine Art und Weise, sie mit Leben zu erfüllen und sie auf diese Art und Weise auch weiter vermitteln zu können an junge Leute der heutigen Generation. Interessanterweise gibt es da viele Berührungen mit diesem Wetterstationenprojekt, was den Klimawandel angeht, weil die Faktenlage ist so komplex und so abstrakt, dass sie im Grunde genommen die Menschen gar nicht erreichen kann. Und das haben wir in diesem Projekt auch gemeinsam festgestellt, auch immer wieder, es kommen immer mehr Wissenschaftler auf den Gedanken, dass man im Grunde genommen Kunst und Literatur, aber auch Musik, Maler braucht, um sie sozusagen, um diese Thematik, diese Komplexität an die Menschen weitergeben zu können. Dass es die Kunst, dass es eine neue Aufgabe der Kunst sein muss, sozusagen der Wissenschaft beiseite zu stehen, um da auch dienstbar zu werden. In dem Roman spielt auch die Musik eine Rolle, fand ich auch ganz... Musik spielt eine große Rolle, als Brücke zwischen den Generationen. Genau. So ist es. Apropos Brücke, also die Hauptfigur ist ein Zeichner und soll irgendwie diese Brücken zeichnen, kann das aber irgendwie nicht. Dann kommt ein chinesischer auch Zeichner, und der die malen kann. Ich finde es auch ganz toll, wie du dann irgendwie mit dem Symbol und auch mit den wirklichen Brücken umgegangen bist. Also das ist ja, Markus Lee sieht sich außerstande, diese 6-7 Brücken zu zeichnen, einfach aus einem ganz persönlichen Hintergrund, eben der Selbstmord seiner Schwester lässt ihn zweifeln an überhaupt der ganzen, dem Sinn, an der Sinnhaftigkeit dieses Unternehmens, hier diese Brücken in Kunst zu verwandeln. Und er verweigert sich diesem Auftrag und beschäftigt sich eher damit, die Brücken, die ihn noch verbinden mit dem Leben, abzubrechen. Er sagt zu sich selbst, ich will herausfinden, was übrig bleibt, wenn ich mich immer schmaler mache, immer weiter reduziere. Und er fängt an, alle Gegenstände, die er mit sich nach Frankreich gebracht hat, zu verschenken, zu verkaufen, irgendwo stehen zu lassen. Einschließlich Pass, oder? Genau, und es geht dann so weit, dass er irgendwann anfängt, seine Identitätspapiere, seine Kreditkarten wegzuwerfen, den Wagen zu verkaufen. Alles im Grunde um seine Habseligkeiten, wie man so früher so schön gesagt hat, aufzugeben. Und
Das ist dann ein Selbstexperiment, das allerdings immer dunkler und düsterer wird, bis er an den Point of No Return kommt. Point of No Return, Ich fand, er gab es in dem Zusammenhang einen schönen Satz, er wird Schwere los, er wird die Schwere los. Und ich habe gedacht, das ist ein gutes Motto. Mhm. Motto für das Buch, aber vielleicht auch ein Motto für was anderes. Motto für den deutschen Umgang mit der europäischen Geschichte. Ja, oder, das ist natürlich ein großes Thema, immer noch, dass die Schwere loszuwerden und eine Schwerelosigkeit zu erreichen, das ist, glaube ich, etwas, was der deutschen Literatur noch sehr lange mit auf den Weg gegeben ist, da einen Zugang zu finden. Und ich glaube, das ist dir wirklich gelungen, weil das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, aber mit einer Leichtigkeit erzählt. Ich meine, das hört sich paradox an, aber das ist aber auch so. Ja. Insofern wurde das Buch oder überhaupt dein Werk wird oft als kosmopolitisch genannt. Ne? Und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass die Schauplätze meistens nicht in Deutschland sind. Also ich glaube, ab und zu sind die in Deutschland, Fall, aber die Schauplätze sind meistens ganz woanders. Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem Stil zusammen. Kann sein. Meine Figuren sind ständig auf Reisen. Entweder sie reisen aus Deutschland weg oder sie sind überhaupt nie in Deutschland anzutreffen. ich habe mir fest vorgenommen, für mein nächstes Buch endlich mal eine Figur zu wählen, die sich in Deutschland bewegt. Mhm. Ich muss mal sehen, ob es mir gelingt. Ich glaube, wir müssen den... Ja, ich glaube, wir können vielleicht irgendwelche Fragen aus dem Publikum nehmen, falls es welche gibt. Ja. Mein Name ist Franziska. Es interessiert mich, was Sie machen mit der Wetterstation. Warum hier in Australien? Warum treffen Sie sich alle hier in Australien? Und was machen Sie? Ich meine, Australien hat ein furchtbares Zeugnis, was diesen Climate Change angeht. Und was für Bemerkungen haben Sie dazu? Es ist natürlich so, dass wir einen australischen Autor ja Tony Birch dabei haben, an Bord haben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns alle in Australien treffen zum ersten Mal, weil Australien ja ganz besonders unter vielfältigsten Klimaphänomenen denen ausgesetzt ist. Und die man hier sozusagen innerhalb von 3 Wochen sind wir insgesamt hier gewesen. Ich bin jetzt noch 4 Tage hier. Da haben wir so vieles kennengelernt. Und der andere Vorteil, den Australien bietet, ist natürlich, dass es hier sehr viele Institutionen und Personen gibt, die sich mit dieser Vielfalt an Klimaphänomenen, die sich damit beschäftigen und auseinandersetzen und die man relativ zügig, schnell bereisen kann und mit denen man sprechen kann. Das war der Grund. Also mit dem, was die Sprache angeht, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte große Probleme als Deutscher, das alles auf Englisch bewältigen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt innerhalb von 3 Wochen, mir kommt es vor wie ein Trip durch meine 20 Jahre Englisch, die ich also das ist schon phänomenal gewesen. Es ging gerade mal so. Es ist schon so, glaube ich, dass man, wenn man innerhalb Europas reisen würde, müsste man, es gibt natürlich auch in Europa sehr viele Klimainstitute und Meteorologiestationen und so weiter. Greenpeace gibt es natürlich auch bei uns, logisch, aber man müsste da mit sehr vielen Sprachen sprechen und man müsste mit Dolmetschern arbeiten und so weiter und so fort. Das wäre sehr viel komplizierter. Bitte. Ich möchte fragen, wie es im Shackleton-Roman weitergeht. In Wirklichkeit blieb die Mannschaft auf einer Insel, glaube ich. Auf Elephant Island. Ja, richtig. Während Shackleton und einige anderen nach Hilfe suchten. Also ja. Das ist auch
in Ihrem Roman so, ja. Und folgen Sie also, dem Schicksal Shackleton oder dem Schicksal des jungen Mannes? Wie machen Sie das? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich damit lange beschäftigt. Es bleiben 22 Mann bleiben auf Elephant Island zurück, während Shackleton eine kleine Mannschaft zusammenstellt, die sich mit einem ehemaligen Beiboot, das Beiboot wird umgebaut, über 2000 Kilometer, über 1500 Seemeilen hinweg nach Südgeorgien auf dem Weg macht. Ich glaube, die sind 10 oder 12 Tage unterwegs, um Hilfe zu suchen. Ich habe mich dazu entschlossen, da den Faktenweg zu verlassen und habe folge zwar Shackleton auf diesem Beiboot, aber nehme den Erzähler, den blinden Passagier, der nicht mit an Bord war, sozusagen mit auf dieses Beiboot. Und so kann ich meiner Perspektive treu bleiben. Also ich finde es schon wichtig, dass man bei aller Tatsachentreue, die man dann bei einem historischen Roman ja haben muss, dann auch trotzdem dann Imagination und Fantasie zu ihrem Recht kommen lässt. Mirka, I'm going to ask a question in English. You can answer in German, though, because I want you, I suppose, to respond to the audience, not to me. From the distance of Australia to Europe, I am in great despair about the Australian government's attitude towards how we deal with climate change. And looking at Europe, I may be idealistic, but I tend to think maybe the debate at least is more intelligent, more informed. Now that, as I said, may be idealistic. I wonder, having come here now, what your impression has been in regard to what we are doing here and if we are doing things that seem of any value to you. I know that when we went up to the rainforest, we were both, I suppose, in a sense of despair. That was around particular issues around the treatment of animals. But what has been your overall impression, having come so far? Ich möchte das auf Deutsch beantworten. Es ist eine einmalige Gelegenheit für mich, etwas mal auf einen Punkt zu bringen auf Deutsch und dich dabei zu haben, der das für mich übersetzen kann. Mein Blick auf die Welt ist ein poetischer. Ein poetischer Blick auf die Welt. Das heißt, es ist weder ein politischer Blick, noch ein gesellschaftspolitischer Blick, sondern es ist der Blick eines Dichters. Und My perspective on things is a poetic perspective rather than a political perspective. And so it's the perspective of a poet or a writer. Wenn man über Klimawandel spricht, gibt es eine ganz rapide Gemengelage plötzlich, wo man das Politische mit dem Poetischen zusammenbringen muss. Das ist was ich mit nach Hause nehme. So at some point he has to bring the political together with the poetic, and that's what he's going to try to do. I will take back with me to Germany. Was ich in Australien gelernt habe, ist, ich bin überwältigt von der Schönheit der Landschaft, von der Vielfalt der Landschaft, aber auch, was ich gemerkt habe, wie zerstört die Landschaft ist. Aber sie ist so gewaltig, dass man die Zerstörungen nur dann wahrnimmt, wenn man sich damit beschäftigt. He's been quite overpowered by the beauty of the landscape here and by its diversity and the destruction of the landscape he's been quite shocked by that. Aber dass man diese Zerstörung eben nur wirklich wahrnehmen kann, wenn man sich damit beschäftigt, weil die Landschaft so riesig ist. Ja. And that you can only really realize the extent of destruction if you start to. Do you mean poetically? Wenn man sich poetisch damit beschäftigt? If you deal with it or if you come to grips with it. Und was für mich dazu kommt, ist halt diese die Geschichte,
diese uralte Geschichte des Kontinents, die sich plötzlich öffnet, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man zum ersten Mal in Australien ist, weil dazu hat man in Deutschland überhaupt nicht die Möglichkeit. Die Geschichte der Aborigines ist in Deutschland im Grunde genommen idealisiert, würde ich das mal nennen. Es ist etwas Pittoreskes. Und das ist hier ja ganz anders. Man bekommt plötzlich das Gefühl, das lebt in gewisser Weise durch Überlieferungen, wenn man einen poetischen Blick darauf behält. The history, for instance, of the Aborigines has been idealized mainly back in Germany, and it's only when he's here that he actually realizes. Nicht idealisiert, sondern idyllisiert. Oh, pittoresk. Es ist etwas Pittoreskes. It's been well idealized. We'll work on that translation later. and it's only when he's here that he actually realizes that it's something, you know, how it's actually being lived by various people and lived. And that's a very important thing that he's going to be taking back with him. Yeah. Haben Sie noch eine Frage? Bitte. Mich würde interessieren, wie die Autoren ausgewählt wurden. Haben Sie einen Fokus gehabt in Ihren Büchern auf Natur oder also wie kam die Auswahl der Autoren zustande für das Projekt? Ich glaube, in meinem Fall, ich kann ja nur für mich sprechen, ist es so gewesen, entscheidend war für das Internationale Literaturfestival Berlin, das ist meine, die Organisation, die sozusagen die Dachorganisation, die für mich verantwortlich ist, dass ich in der Antarktis gewesen bin und mich in meinem Werk immer wieder auch mit Wetterphänomenen beschäftige und auf der anderen Seite halt zumindest ein englischsprachig bin, insofern, dass ich weiß, was mir gesagt wird, wenn ich auch große Probleme habe mit dem englischen Sprechen. Wie die anderen Autoren ausgewählt wurden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die sind aber fast alle hier. Die sitzen da. He doesn't know how the participants have been chosen for the Weather Stations project. He said you're all here, but he doesn't know how you were. Good looks. Why have you been chosen in Ireland? Nobody else would take it. I think working with kids, I've a long kind of career of working with kids and of trying to fit big ideas into very short books. So you write short books. Yeah, some very concise writing. And I think I was seriously chosen because most of my fiction writing is really immersed in place and trying to come to terms with landscape, and it's one of the abiding interests. And I find it very easy to then think of that in relationship slightly to what you said, Mirko. You know, how can you deal with that poetically? How can you engage readers creatively and still, I suppose, have a strong handle on the issues? Yeah. Ich sehe es ganz ähnlich wie Toni. Ich denke auch, es ist in meinem Werk ein poetischer Zugang, wie gesagt. Und Wetter und Landschaft spielen immer schon eine große Rolle in meinen Büchern. Und das, ich glaube, in Deutschland haben die tatsächlich auch versucht, jemanden zu finden, der von möglichst weit außen kommt. Also keinen journalistischen Blick auf die Dinge hat, sondern einen poetischen, literarischen, landschaftlichen Blick, wenn man es mal so nennt. Did you get that? No, you were sort of saying that that they didn't actually want somebody who had more of a journalistic background, but wanted someone who's definitely got a poetic perspective or gaze. And since weather and landscapes play a big role in his writing, that was the reason. And you're happy about that? worüber? That you were chosen because of the landscapes and the weather, now you have to write about climate change. Ich war vorher nie in Australien und es ist natürlich wundervoll hier zu sein und überhaupt das Great Barrier Reef mal gesehen zu haben, zumindest einen kleinen Ausschnitt davon.
und den im Regenwald gewesen zu sein, auch wenn ich mir gewünscht hätte, viel mehr Zeit gehabt zu haben, Melbourne kennenzulernen. Melbourne ist eine wundervolle Stadt, wie ich finde. Eine so bunte und warmherzige Stadt. Mit großen Problemen sicherlich, aber die gibt es natürlich überall auf der Welt. Und das hätte ich ja wahrscheinlich sonst nicht so erleben können. Mm. Und so viele Menschen, mit so vielen Menschen sprechen können über so ein ernstes Thema und so eng darüber sprechen zu können und mit anderen Künstlern mich austauschen zu können über so ein ernstes Thema. Wir sind schon eine zusammengewachsene Gruppe jetzt geworden. Mm. Das ist eine gute Erfahrung. Ich glaube, ja, ich glaube, damit, da wären wir vielleicht am Schluss. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und auch bei Oshin. Thanks very much for doing your wonderful reading. Und auch beim Wheeler Center und auch beim Goethe-Institut. Und danke fürs Kommen. Wir hoffen sehr, dass Marco wiederkommt. Er hat mir erzählt, dass er sein nächstes Buch vielleicht auch ein australisches Thema haben könnte. Da bleiben wir sehr gespannt drauf und wünsche dir alles Gute für die Rückreise und auch für die letzten 4 Tage Danke. In Melbourne. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Danke.